Soeben erfolgte hier der erste Start des 31. Triathlons hier am Kultwitzer See in Leipzig. Veranstaltet wird er von den Leipziger Verkehrsbetrieben und abgesichert von unseren Kameraden der DLRG. Markus, der Triathlon, der 31. LVB-Triathlon hier am Kulkwitzer See hat soeben begonnen. Du bist der Einsatzleiter hier. Der Kulkwitzer See ist ja quasi der Haussee der DLRG Leipzig. Kannst du uns ein bisschen was über den See sagen? Ja, der Kulkwitzer See ist einer der schönsten Seen Deutschlands, zählt uns zu den Top 5, hat mit einer der besten Wasserqualitäten, auch gerade im Raum Mitteldeutschland, brauchen wir uns dann nirgendwo zu verstecken. Ist ein alter Tagebausee, ca. 35 Meter tief. Wunderbar zum Tauchen, klare Sicht. Ja, und einfach für uns wie geschaffen. Deswegen wird wahrscheinlich der Triathlon auch gerade hier gemacht. Was ist die besondere Herausforderung für euch hier, die wasserseitige Absicherung bei dem Triathlon hier zu machen? Die besondere Herausforderung liegt für uns darin, dass wir 1250 gemeldete Starts haben und das Bezirk oder das Gliederung das alleine gar nicht stemmen können. Das heißt, wir haben durch nette Unterstützung des LV Sachsens Boote aus Meißen und Pirna noch dazu bekommen, Personal aus weiteren Gliederungen, damit wir wirklich für die Teilnehmer den bestmöglichen Sicherheit bieten können. Wie viele Kameraden sind hier genau im Einsatz an diesem Wochenende? Zu Spitzenzeiten haben wir 47 Kameraden im Einsatz auf 7 Boote verteilt. Was erwartest du im Verlauf dieser Veranstaltung an gefährlichen Situationen oder ist es eher so, dass du sagst, hier passiert in der Regel nichts? Also Gott sei Dank, auf Holzklopfen, in der Regel passiert nichts Schlimmes. Natürlich, das sind alles hochmotivierte Sportler, die wollen alle den bestmöglichen Platz erreichen, schwimmen sich dann natürlich auch immer sehr eng an, auf dem Haufen schwimmen sie. Somit kommen sie in den letzten Jahren immer wieder zu Tritten, Schlägen, sowas. Das sind eigentlich diese kleinen Blessuren, die wir behandeln müssen, zeitweise Erschöpfungszustände. Aber im Großen und Ganzen ist noch nie was richtig Schlimmes passiert, also sind auch alle wieder rausgekommen. Thomas, du hast hier beim Triathlon das einzige Boot ohne Motor erwischt. Wieso? Ich fahre das Boot sehr gerne, weil es ist vielseitig und ich werde vor den Schwimmern vorne wegfahren. Und der Vorteil vom Boot beim Triathlon bei so kurzen Schwimmermaßen ist, dass man sehr, sehr nah rankommt. Mit dem Boot muss man mal Abstand halten. Mit dem Boot kommt man ganz nah ran ans Geschehen, ohne schnell jemanden zu gefährden. Ja, dann wünsche ich dir, dass du nichts zu tun kriegst. Danke ich dir. Anne, zwei von den kleinen Kindern habt ihr gerade rausholen müssen. Was war los mit denen? Naja, die sind die Fahrradstrecke gerade schon mal Probe gefahren, damit sie wissen, wo sie abbiegen müssen. Dann haben wir hier 30 Grad. Die sind schon den ganzen Morgen hier, sind aufgeregt, dann ins kalte Wasser. Das ist natürlich eine Schockreaktion vom Körper, vom Heißen ins Kalte. Und naja, der Samuel und der Konrad, die konnten nicht mehr. Die mussten mal rausfischen. Die haben ein bisschen Wasser geschluckt und der Samuel hat selbst gesagt, ich bin nicht so ein guter Schwimmer, ich bin noch nicht so lange beim Triathlon. Ja, und da haben wir sie auf der Hälfte der Strecke, haben wir sie mit dem Board rausgeholt. Aber sie werden ja groß. Ist denn sonst irgendwas passiert? Nö, sonst ist nichts passiert. Die Eltern waren auch sofort da, die hatten ihre Kinder im Blick. Also wir haben jetzt nichts Großartiges mit denen gemacht, außer sie halt an Land genommen und sie beruhigt und dann sofort abgegeben. Thomas, warte nochmal. Ja, das war jetzt wohl nichts mit Ruhe auf dem Brett. Zwei Kinder hast du gerade rausgeholt. Was ist denn mit denen los gewesen? Ja, die waren erschöpft. Der eine hat Wasser geschluckt und konnte dann nicht mehr. Ja, das waren jetzt ja nur zwei kleine Kinder. Sah relativ einfach aus. Später kommen die Erwachsenen. Das wird ein bisschen schwieriger, oder? Die sind auf alle Fälle ein bisschen schwieriger. Da werden wir dann taktisch umstellen, dass wir dann die Bordfahrer werden noch mehr sein und dass wir die auf dem Board bloß dass sie sich hier festhalten können und dann werden sie vom Boot aufgenommen.